in der Entwicklungszusammenarbeit darauf zu achten, dass nicht über Frauen gesprochen wird, ohne dass sie mit am Tisch sind. Dass, wenn man über Erwerbstätigkeit redet, man eben nicht nur die Männer im Blick hat, sondern auch die Frauen. Also das ist mir wichtig und ich glaube, dass das insgesamt dazu führt, dass Gesellschaften weiterkommen. Ich höre und spüre auch ganz oft, dass es gar nicht darum geht, dass man die Frauen empowern muss. Das Empowerment ist da. Als Frau im globalen Süden musst du per se stark sein, um dich durchzusetzen. Aber was ich oft höre, ist, räumt uns die Steine aus dem Weg. Tschüss.